Diese Fäustlinge habe ich einen ganzen Winter bei Survival-Trainings, Wintertouren und ganz einfach draußen immer wieder im Einsatz gehabt. Und wenn du wissen willst, was die können und warum ich sie in den Shop mit aufgenommen habe, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Da habe ich sie nun, dieses, ja, die gehören im Endeffekt zusammen, dieses, ja, Fäustling, Fausthandschuh, Paar. Und zwar, die sind Gebrauchtware, wobei sie neuwertig sind. Ich habe sie jetzt mittlerweile in den Shop aufgenommen. Die sind, glaube ich, nie wirklich im Einsatz gewesen. Und zwar Fäustlinge. Und zwar diese Fäustlinge, ja, du musst halt mit dieser Camouflage ein bisschen zurechtkommen. Die sind meiner Meinung nach absolut top. Ich habe sie im Winter 2018, 2019 im Einsatz gehabt. Bei insgesamt 2 Winter Survival Trainings, die eine Übernachtung waren. Bei einer privaten Tour, die insgesamt 2 Übernachtungen waren. Und immer wieder, wenn ich draußen war, wenn ich mit den Kindern unterwegs war, wenn ich etwas gemacht habe, wenn ich meine Tests gemacht habe, habe ich sie im Einsatz gehabt. Und ich kann die hundertprozentig empfehlen. Daher habe ich sie dann auch letztlich in den Shop mit aufgenommen. Na, fangen wir mal an. Das ist der eigentliche Fäustling. Da ist hier jetzt Lederbesatz. Der geht dann da ein bisschen drüber. Auch der Daumen ist Lederbesatz. Hier ist ein bisschen eine Wattierung drin, aber wirklich nur ein bisschen. Also ein Hauchel. Also ganz wenig. Wirklich dick jetzt, so richtig fett sind sie nicht. Aber ich habe schon einmal ein Video gemacht, dass ich gerne die Fäustlinge oben drüber habe und drunter dünne Handschuhe. Link gebe ich da oben. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr gemacht oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, was auch schön ist, sie gehen sehr weit nach unten. Es gibt hier einen Kordelzug, um da jetzt hier zuzumachen. Mache ich jetzt nicht. Du kannst komplett zumachen und ja, ist eine sehr, sehr feine Sache. Ich habe sie bei meinen Touren jetzt auch immer dabei gehabt. Ich kann sagen, ich mag die gern. So. Und du hast hier ein schönes Mikroklima, also besonders da ist es schön warm. Und wenn es wirklich so kalt ist, dass der Daumen kalt ist, dann habe ich es einfach so gemacht. Und die Sache ist erledigt. Natürlich kann man da nichts greifen. Das sind auch die Nachteile bei den Fäustlingen, aber das soll so sein. Es ist auch denkbar, ja, es ist auch denkbar, wenn man dieses Flexicord da ein bisschen länger macht, dass man es eben so tragen kann. Das bedeutet, du hast das, sagst, ich muss ausziehen und es hängt dann hier bei dir. Das ist auf jeden Fall auch vorgesehen. So, ich ziehe jetzt nicht beide an, einfach aus dem Grund, weil ich da ein bisschen hantieren muss. Und dann kommen diese Überfäustlinge dazu, die auch noch, die sind in diesem Gesamtpaket dabei. Bei denen ist es so, die haben überhaupt keine, also sage ich gleich einmal dazu, überhaupt keine Isolation. Das ist einfach nur eine Gore-Tex-Hülle. Und die Idee ist, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ganz normal zum Arbeiten und oder wenn ich jetzt herumgehe, habe ich jetzt die Teile. Und wenn ich sage, okay, es regnet oder es ist kalt oder, und das ist ja gerade der Schmäh dabei, ich muss jetzt nicht permanent arbeiten, sondern ich bin irgendwo, ich stehe irgendwo, ich sitze irgendwo, dann habe ich die Möglichkeit, mit diese Teile da oben drüber anzuziehen. Die sind da so ein bisschen genoppt, das ist aber nur ganz leicht, also das ist jetzt nicht der Rede wert, aber jetzt hast du innen ein Mikroklima und darüber noch einmal einen Lufteinschluss und Luft ist einfach schlechter Wärmeleiter, also isoliert er gut, wenn ich in Physik aufpasst habe. Also die gehen da auch noch einmal schön runter. Auch da ist ein Kordelzug dabei, den du zusammenziehen kannst oder auch noch einmal reingekert. Also das ist wirklich eine fette Sache und ich merke jetzt hier, wir haben jetzt hier, es ist nicht kalt, es hat jetzt 0 Grad, aber ich merke, es wird richtig, richtig, richtig warm und das mag ich ganz einfach. Was halt, und das ist auch klar, der Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist, so jetzt ziehe ich den zweiten auch an, das ist halt alles sehr klobig. Das ist halt nichts, wo ich sage, ich ziehe das jetzt ganz schnell an und dann ziehe ich schnell wieder aus und dann ziehe ich schnell wieder an. Also für das ist es nicht gedacht, sondern das ist halt wirklich, wenn ich sage, okay, und jetzt sitze ich irgendwo und warte oder ich sage, genau, und da haben wir jetzt das Problem. Das geht dann nämlich nicht mehr, dass ich da feine Dinge noch mache. Jetzt habe ich nämlich hier das Problem, dass ich das Teil nicht aufkriege. Und da siehst du jetzt auch, was der Nachteil ist. Ich meine, es kann nicht nur Vorteile geben. Es kann nicht nur Vorteile geben. Und wenn ich immer so Ausrüstungstests mal anschaue oder wenn ich mir auch Kommentare durchlese, die immer sagen, das ist voller Müll, das ist voller Scheiß. Das kann sein. Es gibt Produkte, die wirklich scheiß sind. Ich habe das Wort gesagt, ich hoffe, ja. Die klumpert sind, die nichts können, weil sie einfach von der Verarbeitung her Müll sind, weil sie auseinanderfallen, weil sie nicht sicher sind, weil sie, wenn ich einen Regenponcho habe und dann regnet es durch, dann ist das ist Kas, ja. Aber eine Ausrüstungsart, zum Beispiel Fäustlinge, wer sagt, das ist alles ein Scheiß, das ist alles ein Klumpert, das braucht keiner, da muss ich halt dazu sagen,
Genau. Es gibt immer ein Anwendungsgebiet, wo das sinnvoll ist. Ja, jetzt habe ich es geschafft, beide zusammen. Ja. Wo das sinnvoll ist, wo man das verwenden kann, wo das gut ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an einen Fischer, der jetzt nicht die ganze Zeit herumhantieren muss, sondern irgendwo sitzt, da hat man eh den Ansitzsack oder sonst was, dann ist das etwas. Oder bei unserem Winter-Survival-Training, oder beim Winter-Survival-Training war es eigentlich gar nicht so kalt, bei dieser Wintertour, die ich gemacht habe, ja, da hatte ich minus 12 Grad, da war es wirklich huschi-huschi kalt. Und ist dann auch ein bisschen ein Winter zu aufgekommen, da haben mir die einfach die Hände gerettet, unter Anführungszeichen. Nein, es war einfach super. Kleinigkeiten und ganz kurz noch, jetzt muss ich was holen. Wo ist es? Da. Kleinigkeiten kann ich aber trotz alldem noch halten. Ich habe jetzt hier meine Cold Steel Schaufel, diesen Spätzner Schaufel. Das geht doch immer, oder mit der Axt arbeiten, ja. Dass ich jetzt natürlich nicht mehr feine Schnitzarbeiten mache, das ist klar. So, ich glaube, dass ich über die Teile jetzt lang genug geredet habe. Außen wasserdicht oder wasserabweisend Gore-Tex-Hülle, innen Isolationsschicht. Durch dieses Konzept hier bleibt die Wärme drin. Gebrauchte Armeeware, ja, aber in einem Top-Zustand, gibt es bei mir auch unten im Shop. Schau dir das ganz einfach an. Limitierte Stückzahl und ich kann es da hundertprozentig empfehlen. Weißt du, alles, was man halt, dass man die zusammenhängen kann, das ist eh alles klar, das zeige ich jetzt gar nicht, weil davon kannst du ausgehen. Tolle Sache, mag dir mal einen Kommentar bitten. Hast du diese Extreme Cold British Army Fausthandschuhe oder wie auch immer die heißen? Hast du sie? Erzähl uns ein bisschen was, das wäre sehr, sehr schön. Daumen nach oben oder nach unten. Ein Abo, da geht's zum Messerkanal. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich wie immer gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.